Unser nächstes Thema. Selten haben ein Buchstabe und eine Zahl bei den Deutschen so viel Argwohn hervorgerufen wie E10. Mittlerweile liegt das Benzingemisch wie Blei in den Zapfsäulen. Wenn es ums Auto geht, versteht der Bundesbürger eben keinen Spaß. Lieber würde er seine Kinder mit Junkfood vollstopfen, als seinen Mittelklassewagen mit Ethanol zu befüllen. Es gibt Nationen, die haben ein weniger verkrampftes Verhältnis zu ihren fahrbaren Untersätzen. Schweden zum Beispiel. Da fließt der Alkohol auch an den Tankstellen längst in Strömen. Bipper Nachtnebel und Dirk Schulze mit den Einzelheiten. Deutschlands Autofahrer sind sich einig. Alkohol gehört ins Glas, nicht in den Tank. Ergo wird der Ethanol-Benzin-Cocktail E10 hierzulande boykottiert. Und zwar seit seiner Einführung vor mehr als einem Monat. Das ist ein ganz beschissenes Zeug. Bloß weil er billiger ist, nimmt man den. Aus welchem anderen Grund sowieso nicht. Was soll das mit dem E10? Das ist doch hier absolut krank. Was machen Sie, wenn es keinen Super mehr gibt? Dann tanke ich Super Plus. Etwas weiter nördlich ist Alkohol als Antriebsstoff deutlich beliebter. Schweden will seinen Verkehr spätestens 2030 völlig mineralölfrei fließen lassen. Schon lange gibt es hier E85, Alkohol mit einem Spritzer Benzin. Damit fahren schon mehr als 220.000 Autos. Das ist kein Problem. Man muss nur aufpassen, wenn es sehr, sehr kalt ist und der Wagen die ganze Nacht draußen war. Dann kann es beim Starten leichte Schwierigkeiten geben. Wenn er aber in einer Garage steht, ist es völlig unproblematisch. Läuft er gut? Ja, tut er. Irgendwelche Unterschiede? Mehr Leistung. Um bis zu 20% steigert die höhere Oktanzahl von E85 die Motorleistung. Die Pkw-Hersteller brachten Modelle auf den Markt, die den Sprit vertragen. Ältere Fahrzeuge lassen sich nachträglich auf Alkoholverträglichkeit umrüsten. Dafür muss nicht einmal die Haube geöffnet werden. Der Eingriff erfolgt allein über die Software für die Motorsteuerung. Wir schließen dieses Gerät jetzt an die Diagnosevorrichtung an, die es in jedem modernen Auto gibt. Dann fragt es, ob es auf E85 umschalten soll, also Ethanol, und das Programmieren beginnt. Bei allen Fahrzeugmodellen, für die dieses Programm entwickelt wurde, haben wir Benzinleitungen, Pumpen, Tanks und Schläuche gründlich auf Ethanolverträglichkeit getestet. Nichts davon muss ausgetauscht werden. Und das Auto springt sogar noch an. Okay, wir sind fertig. Es ist umprogrammiert. Man kann es jetzt im Wesentlichen mit jeder Mischung aus normalem Kraftstoff und Ethanol fahren. Und wie Sie hören, läuft es genauso geschmeidig wie beim Reinfahren. Die Umstellung hat gerade mal 20 Minuten gedauert. Los geht's. Von diesem Zeitpunkt an ist es egal, ob der Fahrer Alkohol, Benzin oder beides tankt. Der Wagen stellt sich darauf ein, automatisch. Der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt Stockholm fließt seit mehr als 10 Jahren sogar mit E95. Dahinter verbirgt sich 95%iger Alkohol, der durch einen patentierten Zusatzstoff einfach als Dieselersatz gefahren werden kann. Das ist der Motor eines Ethanolbusses. Man kann keinen Unterschied zwischen diesem und einem normalen Dieselmotor feststellen. Die Maschine ist jedoch für E95, also Ethanolkraftstoff, geeignet. Der einzige Nachteil daran ist ein höherer Verbrauch wegen des niedrigeren Energiegehalts. Das ist alles. Wenn man den Motor nach den Vorgaben des Herstellers regelmäßig wartet, dann wird es keine Probleme geben. Problemlos mit hochprozentigem Alkohol Autofahren in Schweden seit langer Zeit möglich. Die selbstverordnete deutsche E10-Abstinenz stößt hier auf Unverständnis. Das ist lächerlich, weil jedes Auto mit einem Katalysator, das seit dem Jahr 2000 oder sogar noch früher gebaut wurde, mindestens 10% Ethanol verträgt. In den USA fahren die Menschen schon seit 20 Jahren mit 10%. Trotzdem bleiben die Verkehrsteilnehmer hierzulande stur. Das überrascht Marketing-Experten wenig. Schließlich hat die Bundesregierung die Gefühle der Autobesitzer bei der Einführung von E10 mit Füßen getreten.
Wir wissen, dass die Deutschen ein sehr emotionales Verhältnis zu ihren Autos haben. Die geben den Autos Namen. Sie sagen auch, sie geben den Autos was zu trinken, wenn sie tanken fahren. Das heißt also, die damit verbundene Emotionalität ist komplett unterschätzt worden. Und genauso wie man dann eben so mit scheinbaren Lebewesen umgeht, hat man natürlich dann Probleme, wenn man auf einmal dem Auto was anderes oder was Neues zu trinken geben soll. Dabei werden bei der Herstellung beste Getreidesorten verwendet. In Sachsen-Anhalt steht Europas größte Ethanolraffinerie. 16 Millionen Liter lagern hier. Sollte E10 doch eines Tages angenommen werden, könnte man locker liefern. Schließlich schwappt sachsen-anhaltinischer Alkohol längst in deutschen Autotanks, wenn auch weitgehend unbemerkt. Es ist bereits heute so, dass jeder Liter verkaufter Superkraftstoff 5% Ethanol enthält. E10 gibt halt eine zusätzliche Nachfrage nach Ethanol. Die E10-Produktion wirft allerdings ein ethisches Problem auf. Steigt die Nachfrage nach Biosprit, erhöht sich damit auch der Bedarf an Getreide. Hierzulande kein Problem. Aber weltweit, bemängeln Kritiker, hat das Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise. Das Problem ist, dass die Ära der Nahrungsmittelüberschüsse vorbei ist. Wir haben zu wenig Essen und das wird sich dramatisch verschärfen in den nächsten Jahren. In so einer Situation kann eine zusätzliche Nachfrage für Biosprit, wie sie jetzt boomt, ganz drastische Auswirkungen haben, weil die Nahrungsmittel viel, viel teurer werden, weil immer mehr Menschen ihren Mais nicht mehr an eine Bäckerei geben, sondern an eine Raffinerie. Und plötzlich entsteht eine Kette, dass die Preise explodieren, dass die Nachfrage nicht mehr befriedigt werden kann für Menschen, die hungern. Zur Hungerproblematik kommt ein weiterer Kritikpunkt. Das Klima profitiert nach Ansicht von Umweltschützern nicht von E10. Im Gegenteil. Die zusätzlichen Flächen, die benötigt werden, um Agrosprit herzustellen, die müssen ja auch erstmal gewonnen werden. Und häufig werden dafür Wiesen und Weiden umgewandelt, um etwa Agrospritpflanzen anzubauen. Und diese indirekten Verdrängungseffekte, die können dazu führen, dass wir nicht eine positive CO2-Bilanz bei Agrokraftstoffen haben, sondern durch den zusätzlichen Flächenbedarf eine negative Bilanz. Dass also Agrokraftstoffe mehr Klimaemissionen ausstoßen als fossiler Sprit. Trotz solcher Bedenken hält die Bundesregierung an E10 fest. Bei uns gibt es schließlich genug Bio-Rohstoffe. Wir kommen in Europa aus einer Situation, in der wir Überschüsse in den vergangenen Jahren produziert haben. Und das letztendlich ja auch eine Weichenstellung war, diese Produkte zu benutzen, um damit letztendlich die Energieabhängigkeit vom Öl zu reduzieren. Der Boykott gegen Sprit vom Acker bringt die Mineralölkonzerne in Bedrängnis. Sollten sie nicht genügend E10 absetzen, drohen empfindliche Strafgelder. Und die würden wohl auf die Autofahrer abgewälzt. Schrill im Krümmel.